Hallo und willkommen zurück zu Star Fox Adventures für den GameCube gezockt auf der Wii. Ich bin der Recki und wir gucken jetzt hier, ob hier unten auch ein Brennding ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir sollen die irgendwie anmachen wieder. Nachdem wir in der letzten Folge mit den Schwarzeisminen fertig geworden sind, den Ahnenstein, der uns hier oben ganz dominant angezeigt wird, wieder eingesammelt haben. Und ihn zu irgendeinem Tempel, Quelltempel wieder bringen sollen. Der anscheinend hinter den Mondbergpass ist. Wissen wir noch nicht, aber ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir einen Tipp kriegen von den... Mann, die Viecher sind doch so ätzend. Kann nicht sein, dass sie einen immer treffen. Ach, hier geht's noch hoch. Ah, vielleicht da oben. Bestimmt. Na, zumindest Energie. Tschüss. Ja, hier ist anscheinend doch nichts. Hier können wir eine Bombe legen, brauchen wir aber nicht, weil ist ja alles gut. Pesa, yay. Obwohl wir keine mehr gebrauchen können, egal. Ja. Ja, natürlich kriege ich Schaden, wenn ich da runterspringe. Wie dumm ist das denn? Und wo ist bitte der letzte Brennbüschel? Geht mir das wieder auf den Keks. Hier hinten, wa? Ja. Das war so klar, dass hier auch was ist. Ich will mit dir sprechen. Komm her. Wie soll jemand die Signalfeuer wieder anzünden? Ja, ist ja gut. Mache ich schon. Aber erstmal graben wir. Und sammeln ein, wie heißt er? Ich vergesse es immer. Baphomet ein. Yep. So, gut, dass wir drei Büschel geholt haben. Das müsste jetzt das letzte sein. Zack. Einmal da hoch, bitte. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder da unten. Ah. Okay, ein Schlüssel von dem Tempel, ne? Der Mondpassschlüssel. Damit kannst du das Tor öffnen, das zum Ignis-Quell-Tempel führt. Okay. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich hab doch schon weggedrückt. Wenn ich wegdrücke, dann will ich auch weg. Guck mal, ich bin so weit weg und ich treffe mich trotzdem. Aber da oben haben wir noch mal Energie. Die wir früher oder später eh brauchen. Um weiter zu fliegen. So, muss ich jetzt einfach nur hier lang oder? Hm. Keine Ahnung. Wir machen es jetzt einfach. Wow, wie sieht das denn aus? Lustig sieht's aus. Wasser. Ab ins Wasser. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was ist das? Lightfoot-Dorf. Okay. Okay, und wir müssen auch immer ins Wasser. Springen. Dann wollen wir mal zum Lightfoot-Dorf. Zack, keine Karte. Doch, Hammer. Wir haben eine Karte. Wow, ist das riesig. Okay. Okay.
Wie viele denn noch? Dann kann ich dich so kaputt kriegen. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Dann geht's noch hier lang. Meine Güte. Steck ihn rein. Fox, steck ihn rein. So tief wie du kannst. Da hinten leuchtet was, aber. Könnte auch einfach nur Licht sein. Ah, zumindest haben wir hier einen Buff am Dach. Gut, hat sich gelohnt, hier lang zu laufen. Fürs Geld auch, aber Geld können wir nicht gebrauchen. Den können wir schon immer gebrauchen, aber nicht in dem Spiel. Weil unsere Geldbörse schon voll ist. Ja. Magie brauchen wir. Zack, zack. Wie kommen wir denn da hin? Einfach von hier rüber springen. Ja, einfach springen. Wie kommen wir da hin? Einfach springen. Okay. Natürlich kriegen wir erstmal Schaden. Fallschaden. Ich hasse ihn. Was denn? Zahle 60 Pesa, willst du zum Kap Claw? Drücke A, um zu zahlen. Oder B, wenn du knauserst. Ich habe leider keine 60. Besiegst die Scarabs, du enter Cape Claw. You don't have enough. Go away. Okay. Damit hat sich das hier auch erledigt. Hier geht's anscheinend auch lang, wenn man zum Dingens will. Zu diesem Tempel. Vielleicht schließe ich ja dann der Kreis irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal zurück ins Dorf. Sprechen ein bisschen mit den Dinos. Okay, also man kann immer oben oder unten lang. Natürlich kann man nicht einfach direkt da durch. Nein, das wäre zu einfach. Natürlich muss man Laufwege haben. Oh Mann. Ja, es ist bei so älteren Spielen immer mal gerne gemacht. Um die Spielzeit zu strecken. Und man denkt, yo, spielen voll lang gewesen. Wow, wir wurden nicht getroffen. Komischerweise. So. Thank you, Fox. And thank you, Prince Tricky. Yep, sehr gern geschehen, mein lieber Dino-Freund. Apropos Dinos. Jurassic World läuft schon eine Zeit lang. Meine Frau will da unbedingt rein. Ich gehe einfach mit, weil ich mal wieder mit ihr ins Kino will. An sich mag ich Jurassic Park und Konsorten nicht so irgendwie. Ja, hängt mich ruhig. Ich mag's nicht. Aber ich gehe trotzdem mit ihr rein. Wir waren noch nicht drin. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr den fandet. Ob ihr ihn gesehen habt. Er soll ja recht gut sein. Aber wir wollen auch mit ihrem Vater da rein. Deswegen. Weil man natürlich nie unbedingt so zusammen Zeit findet, ist das schwierig. Ja, und er pennt hier. Mitten im Weg. Steh auf. Ich muss mit dir reden. Du Kack-Dino. Lass mich da durch. Oh, das ist kein gutes Omen. Ja, was soll ich denn machen? Was hast du mir denn zu sagen? Wo willst du hin? Nirgends. Beziehungsweise, ja, ich möchte irgendwo hin, aber du zeigst mir das nicht an. Jetzt ist schon auf einmal Tag. Jetzt kann man mit ihm sprechen. Okay. Sie hört ein Mädchen rufen? Dann wollen wir auch mal hier ins Brunnenlabyrinth. Waren wir ja schon eine Zeit nicht mehr. Vielleicht ist hier jetzt irgendwas. Brunnenlabyrinth ist oben. Gut, dann mach mal auf.
Zack. Ah, ich wollte erst hier mich umgucken. Ich sehe nichts. Runter können wir auch nur über die Leiter. Ja, natürlich. Oder meint die das mit den Wunschbrunnen? Dass sie da Stimmen hört. Ist das so ein Hinweis? Kann ich bisher nicht sagen. Hier lang. Dort lang. Ach ja, ist ja gut. Ja, ich höre bis jetzt nichts. Hier etwa? Ja, ist doch gut. Immer diese Sackgassen. Was wirklich nur ein Hinweis war auf den Brunnen. So, spätestens jetzt habe ich mich verlaufen. Aber da sind wir schon draußen wieder. Das ist auch gut. Keine Ahnung. Thorntail-Tal. Dudum, dum, dum, dudum, dum, dum. Ne, hier ist halt nichts. Ja, ja, er hat Hunger. Ja, dann komm her. Komm. Nimm deine Pilze. I'm stuck. Ich bin voll. Na, bringst du mir auch hier durchs Wasser und alles? Yay! So, was hast du mir denn zu sagen? With the flames returned, the tribe is saved. Ja, ist ja gut. Und wegdrücken bringt nichts, weil die reden trotzdem weiter. Sehr schön. Mampf, 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 nicht jetzt. Ja, auch schön, ne? Gut, wir haben die gerettet. Dann wollen wir jetzt endlich zum Mondbergpass gehen. Aber vorher, bevor die uns wieder treffen ohne Ende. Wollen wir die außer Gefecht setzen. Spore. Soweit es geht, weggehen. Okay, reicht. Und bäm. Jawohl. Wir haben den Weg geöffnet zum Mondbergpass. Kommt man hier so lang? Jo, konnte man. Wow, ich konnte ihn treffen, bevor er was machen konnte. Ach, guck mal, hier ist was. Okay. Ja, natürlich, wenn du 5000 Jahre da hängen bleibst, wirst du auch irgendwann getroffen. Wow! Heißt das denn, ist hier Gift? Ja, oberhalb ist alles in Ordnung. Okay. Das war anscheinend der falsche Weg. Hm.
Halt dich da fest. Jawohl. So. Dann kommen wir hier lang. Da ist auch noch eins. Okay. Dann komm her. Und natürlich wieder eine Überbrückung, damit man bloß nicht einfach nur so geradeaus läuft. Nein, immer außen rum. Wenn ich hier jetzt wieder zurücklaufe, muss ich auch wieder hier runter und dann den einen Weg und... Recht nett ist es ja gemacht, aber trotzdem nervt's. So, Mondbergpass, genau. Ich wollte gerade sagen, wann steht das denn da? Nein, da kommt's auch. Ich hab's auch gesehen. Und ich speichere jetzt mal auch während der Aufnahme. Das hat mir echt Angst gemacht, dass es im letzten Part sich erhangen hat. Ich wollte gerade aus meiner Sicht gucken. Oh, ein Riesenviech. Gucken, ob Dr. Zorn die besser ausgebildet hat, wa? Wake up. Somebody coming. Schon mal nicht gut, dass der eine wieder am Pennen ist. Wow, da kommt wer und die schießen einfach nur mit Fässer um sich. Zwar mit sehr vielen und allem und ja, aber ich wollte mich gerade so schön umgucken und gucken, was hier so... Ah, das hat man im Intro gesehen. Das sah irgendwie für mich aus wie unter Wasser. Ist egal, die kriegen ja eh nur ein bisschen Schaden, also hier können wir theoretisch sogar wirklich getroffen werden. Und wir wurden komischerweise, obwohl es schon 100.000 Mal so aussah, nur nicht getroffen. Achso, und hier brauchen wir den Schlüssel, den wir gekriegt haben. Zack. Offen. Und zack, können wir durchgehen. Und jetzt schießen die auch nicht mehr, oder was? Ich will die auch besiegen. Kann ich euch nicht auch besiegen? Ja, hier hoch, genau. Ich wollte schon sagen, irgendwie muss das doch auch gehen, ne? Und jetzt sind die weg, weil die Angst haben. Okay. Der braucht bestimmt mehr. Autsch. Das tat weh. Das war ein guter Move, echt. Wems und tschüss. Ach, guck mal, dann geht's auch auf. Das heißt, ich denke, ich bin einfach nur cool, weil ich das mache. Nein, wir mussten das machen. Tja, so ist das. Okay, wie sieht das denn aus hier? Naja, durch die Grafik sieht's nicht so toll aus. An sich, doch, an sich wäre es schön, aber die Grafik ist nicht so. Hier entlang zum Ignis-Quell. Genau da wollen wir hin. Da ist wieder für eine Spore Platz. Wo ist er denn? Da. Oh, geht nicht? Wieso denn nicht? Kann der irgendwas machen? Nö. Wieso kann ich da keine Spore setzen? Kann mir das mal einer erklären? Hm. Naja, aber da ist der Tempel, wo wir hin sollen. Auch schön. Vielleicht lernen wir ja gleich wieder einen neuen Move. Wieso mache ich das eigentlich auf? Ich habe doch volle Energie. Wems, Wems, Wems. Wow. Machen wir hier rüber. Steht hier. Hier entlang zum Mondbergpass. Ah ja. Mhm. Von da kommen wir ja. Wir wissen, dass das da ist. Hallo, wie komme ich hier durch? Scheißendreck. Muss ich hier vielleicht runterspringen, wenn das Feuer aus ist? Ha. Gut, dass ich so clever bin. Was ist das? Zum Springen, ne? Steck ihn ganz tief rein.
Du notgeiler Fuchs. Was soll ich hier machen? Kann ich hier irgendwas nehmen davon? Nö. Keine Ahnung. Zumindest können wir hier den Buff vom Dart einsammeln. Ich gucke gerade auf die Uhr und merke, oh shit. Auf einmal sind die 20 Minuten rum. Ach guck mal, hier ist, da ist auch ein Buff vom Dart gewesen drin. Also drin gewesen, nicht gewesen drin. Wir gehen erstmal hier raus aus der Höhle. Ich bedanke mich aber schon mal herzlichst fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, dass wir hier wieder rauskommen. Nö. Einfach mal nö. Hä? Ah. Wieso trifft denn keiner? Shit, was soll ich denn hier machen? Was soll man hier machen? Guck mal, hier geht's auch noch runter. Ja, hier geht's runter, heißt, man kann da reinfallen und dann auch wieder hochklettern. Irgendwas müssen wir da noch machen. Reinstellen, genau, ist immer eine gute Idee. Wie sieht das denn aus? Ah, ich habe eine Idee. Und dann da Sitz machen. Wo ist er denn? Komme ich denn hier wieder weg? Hallo? Ach. Ja, man kann auch blind sein, ne? Wir sind super blind. Oh Mann, tut das weh. So blind kann man gar nicht sein. Und dann hier wieder raus. Ja. Aber bitte ohne getroffen zu werden, wollte ich gerade sagen. Autsch, und nicht darunter. Genau, da ist doch nur Lava, ne? Genau. So. Ab nach oben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wenn ich jetzt beende und speichere, wo wir dann wieder weitermachen dürfen. Ich hoffe sehr hier. Ich speichere mal schnell hier. Weil ich sehe gerade, glaube ich, was. Man sieht aus wie ein Warp-Dingen, ne? Zur Not laufen wir den Rest. Also laufe ich dann nochmal bis hier hin. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Mache ich natürlich dann offscreen zur Not. Wir können hier gar nicht mehr. Achso, das geht auf und zu. Okay. Alles klar. Also, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr verzeiht mir ab und zu die Überlänge. Aber ich habe einfach zu viel Schiss, dass ich einfach dann speichere und dann ist es zu Ende. Weil an manchen Stellen nehme ich ja dann den Tag das letzte Mal auf oder mache die Konsole erstmal aus und mache eine Pause. Dadurch kommt das einfach. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!